Okay, weiter geht's. Nächste Part vom Dschungel. Da oben kann man auch wieder irgendwo hin. Ah, hier hänge ich irgendwie fest, okay. Hier ist ein Minipack. Hui! Warte mal, hat die mich vergiftet? Wie lange hält das denn an mit der Vergiftung? Muss ich ja für ein Minipack nehmen? Das ist ja frisch. Aber da muss man ja genau aufpassen, dass sie einen nicht beißen. Diese Möb. Okay, da kann man auch lang. Ein Hebel, okay. Hier sind Fische. Moment, einmal zum Hebelnebel. Das klang wie etwas in der Nähe. Guck mal, hier kann man auch runter. Hier ist es dunkel. Hier sind garantiert ganz viele Spinnen. Schlangen meine ich, nicht Spinnen. Schlangen. Da liegt ein Medipack. Da kann man lang. Hier liegt ein Medipack. Das nehme ich erstmal mit. Hier kann man langlaufen. Aha. Glaube, die ist tot. Ich glaube, die habe ich eliminiert. Oh, ist das dunkel. Liegt keine Schlange rum. Eine versteckte Schlange, die mich von irgendwie von irgendeiner Seite oder so attackiert. Oh. Greifst du mich an? Aua! Also bei manchen kann man das echt nicht einschätzen, ob die jetzt einen angreifen oder nicht. Liegt schon ein Äffchen rum, waren wir das? Ist das ein Äffchen, den wir schon mal getötet haben? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, guck mal, da oben liegt ein Minipack. Aha, da unten geht's auf jeden Fall auch weiter. Da hinten ist ein Hebel. Da, mal gucken, was wir hier noch so haben. Da hinten, was haben wir da? Nee, okay. Da kann man noch irgendwie hoch. Hier haben wir auch noch Munition rumliegen. Die schnappen wir uns natürlich direkt. Einmal hier hoch, bitte. Und dann können wir uns gleich mal aussuchen, wo wir lang gehen. Ja, die Fische sind da auf jeden Fall sehr aktiv im Wasser. Wo geht's denn hier für uns hin? Ich glaube, da hinten kann man irgendwie hin. Da ist ein Hebel. Da unten kann man auch noch irgendwo hin. Ja, und da hinten scheint irgendwie so ein Tor zu sein.
Komme ich auf die Plattform hier drauf? Ganz vorsichtig. Ich versuch's mal. Hilfe! Hilfe! Ich will da hoch! Ich will da hoch! Kann man doch bestimmt drauf auf die Plattform. Da muss ich ein bisschen anders abspringen, glaube ich. Oh, das ist aber knapp. Komme ich da echt nicht hoch? Hallo, Fischi? Löchen? Nein, muss ich dabei rennen? Das muss doch irgendwie gehen. Da sehe ich nämlich ein Medipack. Und da ganz hinten links kann man auch noch hoch. Wie kommt man denn an das Medipack dran? Vielleicht von hier. Ah, nee, nee. Das ist diese eine Sekunde, wo man wieder genau timen muss, abzuspringen. Ich krieg das noch hin. Moment. Perfekt. Nein, das habe ich losgelassen. Aber es ist möglich. Ah, das habe ich aus Versehen losgelassen. Wie ärgerlich. Okay, warte, das. Na, machen wir nochmal. Kein Problem. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Och Mann. Okay, wir sehen uns gleich wahrscheinlich wieder, wenn ich es geschafft habe. Wenn ich es wirklich geschafft habe. Oh, es kommt sogar Musik dazu. Die ist aber cool. Und weg ist sie wieder. Schade, war eine coole Musik. Ah, jetzt aber. So. Ah, geschafft. Yay, Medipack. Soll sich ja wenigstens lohnen, wenn ich hier schon rüber hüpfe. Ansonsten hätte man da hinten auch noch auf eine Plattform gekonnt. Und da hinten, ja, ist halt ein Hebel. Gucken, ob der irgendeines der Tore hier öffnet oder so. Gucken, was der macht. Der wundervolle Hebel hier. Da ist die Musik wieder. Irgendwie ganz cool, ne? Okay, was macht der Hebel? Er öffnet eine Tür. Aber nicht die da hinten. Moment. Nein, es sind wirklich Piranhas. Das sieht ja brutal aus hier. Okay. Wie komme ich denn am besten jetzt hier reingesprungen, ohne dass die sofort auf mich draufgehen? Mal hier runter. Hallo? Könntet ihr mich mal bitte hier durchlassen? Hilfe! Das sind ja wirklich Piranhas. Boah, das ist ja frech. Oh Gott, hier will ich aber echt, glaube ich, Probleme kriegen. Kann man dich von oben erschießen? Nee, das ist ein Affe. Aber ich glaube, von hier oben kriegt man die Piranhas nicht erschossen, oder? Ah, die sind eh schon wieder weg. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist nicht wirklich was. Da sind ein paar Äffchen. Eigentlich würde ich die gar nicht erschießen, aber die kommen hier so aggressiv rüber. Kommt man hier irgendwo hoch? Ich glaube, da kann man irgendwie lang. Wie kommt man hier hoch? Ja, vor allem so. Ist hier in der Ecke noch irgendwas zu mitnehmen? Irgendwas Besonderes. Okay. Na gut. Also müssen wir uns in diesem Spiel jetzt auf jeden Fall vor Piranhas in Acht nehmen. Großartig. Das ist ja großartig.
Sieht irgendwie cool aus, so mit der Perspektive, finde ich. Wie das Haar so weht. Gibt es hier noch irgendwas? Hier liegt noch Munition rum. Diese Haardynamik in dem dritten Teil gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay, hier kann man laufen. Ah, schaffe ich den Sprung oder speichere ich lieber vorher ab? Moment. Da bin ich nicht richtig abgesprungen. Komme ich hier so rüber? Nein. Ah, schade, dass Lara sich da noch nicht so schräg, ja, festhalten konnte, ne? Gut, dass ich gespeichert habe. Ich hab's gewusst. So, jetzt aber. Das sollte funktionieren. So. Was soll denn hier so? Hallo, Äffchen. Woran erkenne ich denn die aggressiven Äffchen und die nicht so aggressiven Äffchen? Also, ne? Manche greifen mich an. Manche chillen hier einfach nur ihr Leben. Woran weiß ich denn, wer die Frechen sind? Ich meine, gut, die jetzt auf mich losstürmen wahrscheinlich. Oh, wie kommt man denn da hinten hin? Kommt man da überhaupt hin? Zur Munition? Ach, wie schade. Muss man denn extra dafür springen? Nee, wieso hält sie sich denn da nicht fest? Ich meine, ich war doch auf der Höhe. Kommt man da nicht hin? Nee, sie hält sich nicht fest. Komisch. Okay, schade. Ist das so ein veräppeln die uns hier einfach? Warum das hier nicht funktioniert? Ich versuche es erst noch einmal. Weil, also theoretisch sollte sie sich ja da festhalten. Nochmal. Weil, also eigentlich schaffen wir den Sprung ja. Also wir schaffen ihn ja offensichtlich. Ah ja, gut, okay. Oder so. So geht's auch. Noch mehr Munition? Na gut. Ja, haben wir ein bisschen was eingesammelt hier. Na gut, dann machen wir eben den Weg nochmal. Hauptsache ein bisschen was gesammelt. Einmal hier hoch. Und dann einmal hier. Jetzt sollten uns ja auch keine Äffchen mehr entgegenkommen, oder? Dann geht's weiter für uns. Ich glaube, da hinten war jetzt noch irgendwie so ein Eingang. Was? Ach, ja. Was war das wohl? Ein Äffchen. Ein kleines Äffchen. Oh! Bekommen wir wieder Leben zurück, oder? Yay! Was haben wir denn jetzt hier für ein Gebiet? Piranhas, unsere liebsten Freunde. Oh Gott, wie komme ich denn dahin? Das braucht mir eine Munition. Müssen wir irgendwie einmal um den Baum hier rum, ne? Da hinten liegt auch noch ein Medipack rum. Mal richtig springen hier. Oh je, jetzt wird viel gespeichert. Da werde ich auch viel schneiden, glaube ich. Bei so viel im Speichern. Das speichere ich auch ab. Wie kommt man denn da hin?
Wie kommt man denn da am besten hin? Oder man muss hier von der Ebene etwas höher? Ja, okay, es ist auf jeden Fall möglich, dass man sich dorthin stellt. Man darf halt nur nicht. Nicht weiterlaufen. Oh Gott, speichern. So. Aber denn hier alles? Hinten kann man auch noch irgendwo hin. Ja, und hier auf der anderen Seite ist halt die Munition. Da hinten in irgendetwas, kann man das einsehen? Hier links? Und sich das dahin zu hüpfen? Ich weiß gar nicht, ob sich das da lohnt. Das sah jetzt eher so nach einem Nichts aus. Aber wir müssen auf die Seite. Da müssen wir hin. Okay. Soweit so gut. Was habe ich da überhaupt eingesammelt? Desert Eagle, ja gut. Ich bräuchte jetzt nur noch eine Desert Eagle, ne? So wirklich Waffen gefunden habe ich jetzt noch nicht. Das ist alles nur Munition bisher. So, jetzt müssen wir da wieder zurück auf die Plattform. Also, mit Anlauf kommen wir da irgendwie hin, ne? Nee. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss hier wieder so eine leichte Ebene höher, ne? So hier irgendwie hoch. Kriege ich das hin, hier so um die Ecke zu springen? Das hat eben ja auch gut funktioniert, als ich mir die Munition im Gebiet davor geholt habe. Oh Gott sei Dank. Oh. Yay, hat geklappt. Es hat geklappt. So. Ja, da unten wartet eine Schlange auf uns. Da ist ein Medipack. Da ist ein Medipack. Da hinten kommt man auch noch irgendwie hin. Da ist auch noch eine Plattform. Komme ich denn jetzt am besten hier rüber? Einmal mit Anlauf. Nummer 1. Bekomme ich die Schlange von hier oben anvisiert eigentlich? Nee, leider nicht. Schade. Komme ich hier rüber so? Yay! Das hat geklappt. So, Medipack haben wir auch. Nein! Oh! Ah, Hilfe! Kein Schritt mehr machen, ohne vorher zu speichern. Gott sei Dank ist das möglich. So. Wie kommt man hoch? Man hört sogar die Schlange unter uns, wie die ja nach uns faucht. Es tut mir sehr leid für sie. Aber noch kriegt sie uns hoffentlich hier nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ach, hinterm Wasserfall. Wie hübsch eigentlich wieder, ne? Sehr, sehr viele Wasserfälle hier in dem Dschungel. Okay. Da unten ist sogar wieder Munition. Da warten die Piranhas auf uns. Ich glaube, da hinten müssen wir dann irgendwie hin, oder? So, es wird wieder bestimmt rutschig, ne? Gehen wir erstmal zur Munition nach rechts und lassen die Piranhas mal links liegen. Die werden schon noch oft genug an uns knabbern, glaube ich. So. Munition für Waffen, die ich noch nicht habe.
cool. Einmal eben drehen. Das ist irgendwie nicht ganz so einfach in Tomb Raider. Ab hier kann man hoch. Ach süß, da wartet wieder ein Äffchen auf uns. Ich hoffe, er ist diesmal friedlich gesinnt. Ich hoffe, er ist uns friedlich gesinnt. Kommen wir hier runter? Ohne zu sterben? Hier kommen wir runter, ne? Warte. Wir denn hier aus? Muss mal eben gucken, ob man die nicht doch von hier oben erschießen kann. Nee, man kann die Piranhas nicht erschießen. Hilf. Ach, hier ist eine Strömung. Oh. Okay, einmal laden. Gut, dass ich hier unten wieder gespeichert habe. Wenn man einen Schritt zu weit geht. Diese blöde Strömung. So, ja. Hier unten kamen wir doch zur Schlange, ne? Ist da noch irgendwas Tolles bei ihr zu finden? Da liegt noch was da hinten. Ich glaube, das ist Flare, ne? Aber mehr gibt es hier nicht. Und da kamen wir ja. Dann hoffe ich mal, dass wir hier irgendwie wieder zurückkommen. Da hier auf die Fläche irgendwie. Ich hoffe, er ist freundlich zu uns, der kleine Affe. Na? Nee, du magst mich auch nicht. Du magst mich auch nicht, Mann. So. Da unten ist schon wieder eine Schlange. Links von uns. Also da unten links. Ich glaube, hier ist aber nichts weiter, oder? Kann man hier noch irgendwas Tolles machen? Nö. Nö, hier gibt's nichts. Dann kriege ich mir mal der Schlange entgegen. Einmal hier durch. Ja, ja, wir bleiben auf Abstand natürlich. Die ist sehr aggressiv. Tot? Okay. Die ist aggressiv, aber hat nichts fallen lassen. Na gut. Oh. Ist ja düster hier. Hier haben wir noch so eine süße kleine Schlange. Ja, danke Musik, dass du mir das mitteilst. Dass man dich von hier aus nicht treffen kann, ne? Man die von hier aus nicht treffen kann, ist schon frech. So. Hier liegt auch sonst nichts rum. Oh, hier geht's aber weit runter. Hey, ciao. Tschung. Oh, wo kommt der Stein her? Oh, 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 weg, 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 weg. Oh nein. Was ist das denn? Oh, okay. Hallo? Wer bist denn du? Oh, was ist das denn für eine Waffe? Hallöchen. Wird er jetzt wach, wenn ich die aufnehme?
Eine Shotgun? Die brauche ich wahrscheinlich, ne? Die brauche ich wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwas machen? Na, noch rührt er sich auf jeden Fall nicht. Okay, ciao. Hilfe. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen mehr Shotgun-Munition. Sehr gut. Oh, das sieht nach einer Arena aus. Jupp. Definitiv. Okay, also wenn der sich so schützt, dann bringt mir das gar nichts. Tschüss. Huch, Hilfe. Hilfe. Ich häng fest. Ich häng ein bisschen fest. Ist er tot? Okay. Ich hing ein bisschen fest. Okay. Dann wieder auf die normalen Pistolen schalten. Ja, hier werden wir bestimmt irgendwelche Mechaniken brauchen, ne? Irgendwelche Schlüssel oder so. Wenn überhaupt. Nope, nope, nope. Okay, haben wir noch nicht. Ich habe eigentlich volles Leben, ne? Egal, ich nehme ihn jetzt trotzdem mit hier oben. Oh, hier ist noch ein Hebel. Okay. So. Haben wir aktiviert. Hier ist auch noch einer. Hier ist was aufgegangen und da kann man auch noch irgendwo hin. Aha, okay. Hopp. Ich hoffe, dass wir werden jetzt hier nicht eingeschlossen oder so. Ah, hier ist auch noch ein Hebel. Okay. So. Da hinten ist ein Tor aufgegangen. Ist das Tor? Ja, das Tor hier ist auch aufgegangen. Okay, cool. Dann gehen wir mal rein. Gucken, was uns hier so erwartet. Geht die Tür zu? Ich dachte, wir... Oh! Och Mann! Weil da hinten war ja auch noch eine Tür. Ich hoffe, wir kommen da jetzt natürlich irgendwie hin. Mit einem Umweg. Muss das so? Das ist richtig. Und weg ist sie. Weg ist die Lara. Okay, da hinten kann man auf jeden Fall hin. Lara, schaffst du das? Hallo? Ab wann geht das denn hier von meinem Leben runter? Eigentlich müsste sie jetzt komplett dreckig sein, ne? Die Arme. So, was erwartet uns denn hier? Kommt da irgendwas runtergerollt? So düster da oben, ne? Kann man gar nichts erkennen. Da kann man noch irgendwo hin, okay. Aber hier liegt auch nichts weiter rum. Da liegt nichts rum, okay. Gut, gehen wir mal da hinten hin. Irgendwie. Oh nein. Moment. Da muss ich mich wieder ein bisschen anders platzieren. Ein bisschen anders. Oh, okay, wir speichern das mal an der Stelle hier ab. Ich brauche hier so ein bisschen Anlauf. Oh, nicht zu viel.
Mann, die sind aber auch echt aggressiv hier, die kleinen Äffchen. Sehr aggressiv. Okay. Das klingt nicht gut. Ja, da sollte man nicht reingeraten. Das speichere ich mal lieber ab. Weg, 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 weg. Oh, das war mir klar. Das war mir so klar, dass sie natürlich auf einen zukommen. Oh nein. Diese Äffchen. Und mein Leben ist auch ein bisschen runtergegangen. Okay, was haben wir hier? Scheint hier auch irgendwas Besonderes drin zu sein, oder? Was ist das hier? Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie rein ins Wasser.